Tod und Zerstörung bringen wir über das Zarenreich, zumindest Stück für Stück. Krieg ich dich? Das wäre geil, wenn ich dich krieg. Den krieg ich. Hat er sich zurückgezogen, der feige Lümmel? Werden sich jetzt auf meiner Seite angeschlossen? Ah, das sieht aus wie ein Schwede. Die Kavallerie halte ich mal zurück, die Infanterie greift an und die Schützen beziehen hier Stellung. In drei Reihen bitte. So, dann wollen wir doch die kleine Wagenburg mal knacken. Und zum Angriff, Kavallerie! Ja, das ist super gemacht, Carlson, echt. Du bist ein Held, dass du dich voll vor meinen Lauf stellst. Holt euch die möchte gern Überlebenden. Es gibt hier keine Überlebenden. So. Ich klopf dich mit meiner Knarre, wart ab! Das gibt's doch nicht, der hält aus! Komm her! Gleich habe ich dich. Komm schon. Ha! Erschlagen mit der Knarre. Na, ein Verwundeter, das kann man schon mal gelten lassen. Gut. Wie sieht's denn aus in Moskau, ne? Da ist ja doch einiges los. Aber nicht mehr lange. Bitte funktioniert? Ja. Gut, ich würde denken, damit haben wir uns gut platziert. Heißt sie willkommen, die russischen Gegner. Feuert in ihre Reihen.
Oh, in der Luft haben sie mich erwischt. Aber ich stehe noch. Das ist es, was zählt. Komm schon. Und noch mehr neue Feinde. Die wollen halt eben einfach nicht aufgeben, ne? Ich meine, ich kann das auch verstehen, aber... Was bleibt ihnen denn anderes übrig? Die sind Geschichte, sie wissen es nur noch nicht. Kugeln, ha. Auf euch habe ich gewartet. Kavallerie zum Angriff, jetzt seid ihr am Drücker. Jetzt machen wir die Kiste zu. Wie viele Feinde sind es noch? 17. Los, 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 rein. Rein und töten. Ach, ist das schön. Und dann haben wir wieder ein Lehen zurückerobert. Und die Russen wieder geschwächt. Und die Russen denken sich, was soll, denn das kann der nicht mal aufhören damit. Und ich denke mir, nö, ich höre nicht auf. Warum denn auch? Ich höre erst auf, wenn ihr aufgebt. Wir werden die Russen schon noch in die Knie zwingen. Ihr werdet sehen. Oh ja. Na, was wird denn jetzt hier? Macht mal ein bisschen Rabatz. Nicht nur zielen, auch mal abdrücken. Das hilft. So, ich muss euch mal wieder ein Stück zurückholen. Die gehen nämlich am leichtesten, indem man die einfach abknallt. Das war's. Jo, glorreich gewonnen, würde ich sagen. Glorreich gewonnen. Yo, habt ihr was, was ich brauche? Nicht so wirklich, nee. Eigentlich nicht, nee. Gut. Dann halt nicht, man kann ja nicht immer alles haben. Gut, Moskau steht wieder unter unserer Kontrolle, Tula leider nicht. Hab ich dich. Los geht's, Reiter. Zeig dem Feind, wo der Hammer hängt. Verschwendet nicht eure Zeit mit Feuern, sondern einfach Nahkampf reinreiten. Und dann wird das was. Neue Gegner. Nicht besonders viele.
Du wirst doch wohl nicht, du Hund. Ihr wisst ganz genau, dass ich gerade keine Nahkampfwaffe habe, also lasst das. Gleich sind wir fertig. Dann haben wir wieder einen russischen Fürsten geplättet. Und Russland wieder ein Stück geschwächt. Und dabei gerade mal einen Verwundeten gehabt. Schön. So, Twer, du wurdest also schon wieder erobert, habe ich gehört. Da bauen wir uns mal schnell ein paar schicke Leitern und ändern die Situation ein wenig ab. Da ist auch schon wieder ein hunderter Russenfürst unterwegs. Die vertriebenen Feinde sind wieder alle auf unserer Seite, das ist schick. Und die Schussfähigkeit mal wieder gesteigert. Hi. Guten Tag. Nabend. Tag. Ich mache euch alle sowas von fertig. Ich finde es nämlich gar nicht lustig, dass ihr dauernd die Lehen zurückerobert. Ich will euch doch langsam so endlich mal hier, ne? Oder was? Es wäre langsam mal an der Zeit, für euch zu gehen. Und zwar endgültig. Niemand will euch mehr sehen. Wir wollen den Sack endlich zu haben und Schweden unter... beziehungsweise alles unter schwedischer Kontrolle haben. So rum. Es fehlt uns nicht mehr viel zur totalen Herrschaft dieser Karte. Aber nichts merkst du selber, ne? Du hättest deine Kugel für mich benutzen sollen, denn jetzt bist du tot. Sind neue Feinde eingetroffen, na, von mir aus. Sollen doch neue Feinde kommen. Gegen mich haben die trotzdem keine Chance. Verschwindet! Keiner will euch! Oh, ich bräuchte Kugeln. Ist mir jetzt aber peinlich, ich bin ja völlig abgebrannt. Hey, lol. Da bin ich tot? Was zur Hölle? Wer war das? Und warum? Ich hab doch niemandem was getan. Menschenskinder. Oh, hört doch mal auf, immer alles zu belagern, was ich eingenommen habe. Es ist so anstrengend mit euch. Das glaubt ihr gar nicht. So, jetzt aber zack rauf. Außer die Scharfschützen, die können von mir aus die Waffen wählen, wie sie wollen. Weil die wenigstens einen Hauch einer Chance haben, mal was Ordentliches zu treffen auf die Entfernung. Interessiert die aber nicht weiter, die machen, was wollen. 207 Feinde, wo nehmen die denn dauernd diese ganzen Feinde noch her? Ich habe doch schon so viele geplättet. Thank you.
So, ich darf doch mal hoch. Nur noch ein Stück. Ob das funktioniert, wie ich will. Ich bin ja skeptisch. Oh, jetzt habe ich einen eigenen getroffen. Das wollte ich nicht. Das tut mich jetzt aber mega, hör mal. Verstärkung für mich. Der Feind wird aber auch bald welche kriegen, denke ich. Schade. Aber meine Schützen sammeln sich, das ist hübsch. Es gibt gar keine Verstärkung mehr. Na sowas, ich dachte, die Russen hätten noch mehr zu bieten. Ich freue mich schon, dass ich hier meine Schützenlinie platzieren konnte und freue mich auf die Verstärkung und dann sowas. Das war jetzt eine ganz schwache Vorstellung hier. Apropos schwach, ich verliere schon wieder zu viele Truppen. Mist. Ich kann mir jetzt auch nicht leisten, irgendwo neue Truppen zu holen. Weil zunächst einmal müssten wir hier ordentlich draufhauen. Und dann müssten wir ja auch mal gucken, dass wir vielleicht die russische Armee stellen. Aber womit? Ich habe ja gar keine Truppen mehr groß, mit denen ich was machen könnte. Beißt die Maus keinen Faden ab. Wir müssen mal nach Lemberg. In der nächsten Zeit irgendwann. Da bekommen wir ja direkt wieder 40 Leute. Braucht aber ungewöhnlich lange, hör mal. Das habe ich wirklich schon mal schneller gesehen von euch, Leute. Ihr müsst euch ein bisschen ranhalten, wenn wir hier siegen wollen. 89 Gegner noch. Aha, aha. Da, das will ich doch alles gar nicht. Warum scheint jetzt die Sonne so kacke auf meinem Bildschirm? Ich sehe fast nichts mehr. Wo bin ich denn überhaupt? Wo ist denn der Feind? Ich bin schon beim Feind. Der ist hier irgendwo. Hab
zuerst abgedrückt. Ihr kriegt alle noch euer Fett weg, keine Angst. Hä, lol. Oder auch nicht. Ach kommt, das wären wir doch wohl noch hier, oder was? Lass die Kugeln fliegen. Dürfte es eigentlich schon fast gewesen sein, hä? Wenn ich treffen würde zumindest. Tötet sie endlich! Tötet sie! Nimm dein Gaul mit! In der Hölle wirst du dein Gaul noch brauchen. Zwei feindliche Feinde. Aha. Wie sehen eigentlich unfeindliche Feinde aus? Wahrscheinlich freundlich, freundliche Feinde. Und das war's. Das ist wirklich das reinste Katz-und-Maus-Spiel mit den Russen. Ich meine, wenn man mal sich anschaut, was wir jetzt in den ganzen letzten Videos erreicht haben, ne, im Prinzip haben wir nicht sehr viel erreicht. Ein bisschen, aber nicht viel. Weil die Russen einfach verdammt heftig sind. Aber wir geben nicht nach, wir geben nicht auf. Früher oder später machen wir ihnen den gar aus. So sieht's aus. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi, Leute. Tschüss.